Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Warcraft 3. In der letzten Folge haben wir hier mit der Mission Black Rock'n'Roll angefangen. Wir haben uns etwas gefestigt, unsere Basis begonnen zu erbauen. Ich habe meine Lieblingseinheit bekommen. Haha, schön. Ach ja, Leben ist schön. So. Wir haben auch kurz erkundet. Und mir fällt auf, dass ich keine Bauernheit habe. Blut vergossen werden. Das ist semi-optimal. Ich beuge mich. Ich denke auch nicht, dass ich genügend Material habe, um meinen Knochenhof zu beschwören. Da ich nur einen Holzpfeil in den Pool habe. Aber da kann man schon was produzieren. Trollalala. Forschung abgeschlossen. Forschung ist hier gar nicht mal so blöd. Weil die dritten Forschungen sind immens stark. Auch wenn ich zu wenig Geld dafür habe. Also zu wenig Holz. Wo ist denn... Da ist er. Ich wünsche nur zu dienen. Ich gehorche mit Freuden. Ich persönlich benötige diesen Opferaltar, also die Opfergrube, brauche ich eigentlich nicht. Die Schemen sind zwar recht gute... Was sind sie denn? Die Schemen sind zwar recht gute Produktionsleiter und ich brauche die Opfergrube, glaube ich, um den Knochenhof zu bauen. Aber an sich brauche ich jetzt die Opfergrube nicht. Auch die Schemen sind jetzt nicht so wichtig. Ich werde eure Augen sein. Nützlich sind sie, weil man sie einfach als mobile Grenzposten einsetzen kann. Das bedeutet, man kann sie zum Beispiel hier irgendwo ins Eck raufpflanzen. Ich schau mal rein. Und falls der Gegner kommt, dann sieht man ihn. Abseits der Wege sind die recht gut einzusetzen. Auch kann man die ganz angenehm in die gegnerische Basis platzieren. Aber da ist halt die Gefahr groß, dass er entdeckt wird. Egal. Die Gefahr gehört dazu. Forschung abgeschlossen. Ach, der knurrt so süß. Mei, bist du putzig. Oh, feines Drache. Gibt's was Schöneres? Als einen untoten Eisdrachen. Ich bezweifle, dass es was Schöneres die gibt. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Zunächst mal, der Eisatem ist recht stark. Aber die Schweine kosten halt. Wisst ihr, die Schweine kosten. Mal immens viel fressen. Immens viel fressen. Aber drei davon sind schon stark genug. Um einfache Basisverteidigungen, so wie sie hier sind, zu zerlegen. Ich könnte eine Basis zwar in Ruhe bearbeiten, aber ich möchte lieber mit Frostwürmern selbst arbeiten, da ich den Gegner flankieren kann. Ungläubige haben unsere Verteidigung geschafft. Außerdem habe ich so immer eine Verteidigungsstreitmacht. An meiner Seite. Endlich. Oh, Hexenmeister. Eure Pein wird ohnegleichen sein. Wichtiger ist mir, dass das Teil überlebt. Aber es überlebt nicht. Eure Pein wird ohnegleichen sein. Ach, ich hasse euch alle. Ah, elenden Ork-Bastarde. Euer Befehl, Meister. Und hier kann ich Ork-Bastarde sagen, weil das nicht die Dings sind. Nicht die Orks vom Thrall. Da kann ich das ohne Probleme sagen. Ja, Meister. Diese Orks hier sind eigentlich sozusagen die originalen Orks. Die man auch in den Vorgängern gespielt hat. Also Dämonen dienende Orks. Sieht so cool aus, wie der einfach einen Drachen produziert. Ich brüte. Ach ja, ich persönlich, also wenn man jetzt die allgemeine Fantasy-Welt betrachtet, bin ich ein immens großer Fan von Nekromanten. Weil die haben einfach die Power. Die können Armeen kontrollieren. Ohne dass sie wirklich aktiv ausgemacht. Natürlich, die magische Stärke des primären Nekromanten muss gegeben sein. Doch hat der halbwegs eine mein Power. Leben für Ner'zhul. Wie zum Beispiel die seiner Ner'zhul. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Der Ner'zhul hat immens drauf. Ner'zhul kontrolliert die ganze Geißel hier. Die ganze. Euer Wille geschehe. Natürlich jetzt nicht so immens stark. Wie ich ein normaler Nekromant. Aber. Er ist der King. Forschung abgeschlossen. Kannst du sagen, was du willst? Der hat's geschafft. Vorsicht. Sein Werdegang führte ihm zum Ziel. Ach, süß.
sind sie denn hier brav? Wow, naja. Ner'zhul. Ich weiß gar nicht, kennt ihr Ner'zhul? Ner'zhul war früher mal ein Ork. Unglaublich, gell? Was ist das diesmal? Was ist es diesmal? Eisdrachen. Ja, Nekromanten haben es einfach drauf. Aber ein Lichtdrache sozusagen. Oder die Beschwörung ist abgeschlossen. Sind recht brutal. Weil Ausbau abgeschlossen. Die Teile zu beschwören ist irrsinnig schwer. Weil man muss ziemlich die Kraft des Drachen einfangen. Recht, Dummkopf. Frostwürme sind Drachen. Die haben die Power von Drachen. Jetzt haben die Kampfkraft, die Ausdauer von Drachen. Und ja, was ist das diesmal? Die Tatsache, einen Drachen wiederzubeleben. Ja, man das kann ist schon besser. Ohne aufwendiges Ritual nichts wiederbeleben, was stärker ist als man selbst. Ohne aufwendiges Ritual. Das sollte man doch im Auge behalten. 5 Drachen reichen leicht aus. Leicht reichen 5. Damit zerstört Euer man Befehl, Meister, die Festungen von Sturmwind. Mein Schicksal ist besiegelt. Zerlegt man mit 5 solchen Drachen. Wohlgemerkt, ihr kennt doch sicher die ganzen Bilder und Videos, wo ein einzelner Drache ganze Festungen zerstört. Frostwürmer sind ungefähr so stark, wie normale Drachen halt sind. Das kommt mit den Strategiespinnen oft selten zur Geltung, wie stark die Schweine wahrhaft sind. Vor allem Frostwürmer, weil die spüren keinen Schmerz. Bisschen schmerzlos, das ist voll böse. Skelettdrachen sind so böse. Dafür sind sie eher empfindlich gegen stumpfe Waffen. Ausbau abgeschlossen. Ach ja, die Fantasy-Welt. Ich wünsche nur zu dienen. Da gibt es eiserne Regeln und Gesetze. Und dann sagt man wieder, man hat einen Realitätsverlust. Kaum erklärt man irgendetwas über Skelettdrachen, aber du hast voll den Realitätsverlust, Alter. Du bist voll scheiße erzogen worden. Beleidigen damit auch mich und meine Eltern. Aber pff. Ich beuge mich eurem Willen. Die haben ja alle keine Ahnung. Haben diese Maden. Ja, Meister. Ja, es ist generell eine der Lieblingsausreden. Computerspiele sind schuld. Du hast einen Realitätsverlust. Wenn du nur in irgendeinem Spiel gut bist, nimm Pokémon, nimm diese Fantasy-Spiele. Wenn du da nur ein paar Sachen weißt, dann bist du schon ein abgestempelter Nerd und bist absolut fehl am Platze. Naja, egal. Die Gesellschaft wird Computerspiele nie tolerieren. Warum, weiß ich nicht. Erfüllt mein Herz mit Kummer und Trauer. Wohlan, dass ich in Deutsch eine 1 habe, einzig und allein durch meinen Konsum an Computerspielen. Einzig und allein deswegen. Bessere Sprache wirst du nirgends finden. Besseres Deutsch nirgends. Bessere Vokabel. Oder besseres, einen besseren Wortschatz. Naja, wie dem auch sei. Ich versuche nur irgendwie die Zeit zu überspannen, bis meine Drachis fertig sind. Dann kann ich kurz speichern. Ja, genau. Trage die Standarte ins Feld, kleiner Wurm. Kleiner Wurm, volle. So. 5 Drachis. Und speichern. LP. Beschreiben. Vergelt's Gott. So. Und jetzt wird's böse. Denn Feinde, das sind die besten Einheiten, die können fliegen. Sind das sich stärker wie Greifenreiter? Und auch eine ganze Palette cooler. Die Schweine haben Netze drauf. Flaschenköpfe. Wäre das nicht der Fall, ist mir schon besser. Naja. Ist jetzt nicht so wichtig. Seht ihr, was ich meine? Stopp. Du produzierst keine weiteren von diesen Orkse. So. Deswegen mag ich Flugeinheiten so gern. Die sind zwar nicht so stark. Oh Gott. Das ist schon wieder so ein Schwein. Unsere Streitkräfte werden angegriffen.
Da ist das Bestiarium. Nein! Du frierst. Du frierst auch. Du frierst auch. Ich sag doch, diese Frostwürmer sind böse. Ups. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Ups. Hey, der tötet meine Drachen. Flaschenköpfe. Niemand erteilt mir Befehle. Ich hab Ziggurats verloren. Scheiße. Euer Befehl, Meister? Mein Schicksal ist besiegelt. So. Tobt doch raus, Kinderchen. Na, ich hab einen Drachen verloren. Deine ist nur angekratzt. Oha. Na? Angst? Ach komm schon! Es kann nicht sein, dass der noch steht. Ich dachte, ihr habt das Teil eingerissen. Ach, Skelettis. Ach, Wirmis. Ihr wart doch mal viel Was besser. Was ist das diesmal? Das war er nicht. Er war's nicht! Agent Juros. Er war's auch nicht. Wo ist denn der Alte hin? Ist der verschwunden? Flaschenkopf. Tötet mal sein Haku. Rum. Ja. Ich kann es auch so einsetzen, dass ich damit einfach die gegnerische Basisverteidigung schwäche. Und zwar so stark, dass ich mit meiner Hauptstreitmacht reinkomme. Das geht auch. Und mit Schwäche meine ich primär die Basisverteidigung und die ganzen Produktionsgebäude auslöschen. Das wird nichts viel bringen. Denn jetzt bist du eingefroren, Kindchen. Wo soll mein Blut vergossen werden? Mensch, ich Euer hasse Wille es geschehe. So. Könnt ihr euch nicht einmal zusammenreißen, ihr Akolyten. Sprecht, Dummkopf. So. Jetzt tötet diese ganzen Flaschenköpfe. Oder schwächt sie zumindest. Ach, ich mag die. Boah, da ist er. Stirb. Jetzt teilt der Affe sich wieder. Vor allem, ich kann nicht wirklich rausfiltern, wo der eine ist. Wahrscheinlich der am längsten überlebt, oder? Was der sein? Das sollte man aber in der Masse, in der Hitze des Gefechts, sollte man das halt auch mitkriegen. So, das war's. Tot ist er. Jetzt noch so ein bisschen töten. Vorsicht. Hey, komm, Mann! Wird euch erwarten. Niemand erteilt mir Befehle. Geil. Unsere Steuergehalte. Sprecht, Dummkopf. Cool. Endlich. Ich wünsche nur zu dienen. Jupp. Ihr zwei zimmert euch mal wieder hoch. Während ich hier noch einen kleinen Wurm produziere. Niemand erteilt mir Befehle. So, da gibt's eh nichts mehr, oder? Das ganze Peons lösche ich jetzt noch raus. Zack, eingefroren. Ach, ich liebe diese Frostwürmer. Die sind so cool. Ich liebe sie einfach. Keine Untote Einheit, die beste ist wie Frostwürmer. Frostwürmer vor allem. Toll. Ausbau abgeschlossen. Ausbau abgeschlossen. Na, auf jeden Fall kann ich noch das zertöten hier. Dann komme ich darüber. Und dann kann ich die anderen zwei noch töten. Und dann zum Schluss die Hauptbasis. Und dann, ach ja, jetzt wollte ich noch kurz erklären. Es wird nicht jeden Dienstag ein Special kommen. Das kommt aus. Das war verhindert mir die Zeit. Meine Freizeit, also werde ich einfach so. Warcraft Special oder so Zeug. Je nachdem, wie es mir besser zurechtkommt. Aber es wird nicht jeden Dienstag jetzt Warcraft kommen. So. Braun ist besiegt. Jetzt geht's nach Blau.
zu meiner Basis, nämlich am nächsten, ne? Ich habe ja nichts, was heilen kann, oder? Habe ich was, was heilen kann? Nichts, oder? Gar nicht. Ich habe nichts, was heilen kann, nur Arthas. Der Todesmantel von Arthas kann heilen. Frostmourne hat Hunger. Ja. Arthas? Niemand erteilt mir Befehle. Bitte, danke. Für Verbrauen wird er mal Ruhe geben. Das ist schön. Dann werden wir hier gleich die nächsten flankieren. Ist auch schön. Ich habe auch Angst, dass hier wieder Wolfsreiter sind. Sieht aber nicht so aus. Sieht recht klein aus. Wolfsreiter waren nämlich nur im Bestiarium gebaut. So. Zerreißt ihn. Genau so. Und eingefroren. Flaschenkopf. Wham. Wham. Finde ich toll. Ich liebe die Frostwürmer einfach. Bisschen übertrieben, da sie einfach überstark für die normale Kampagne sind, aber ärgerlich. So, aber wir sind wieder da. Das hat für mich nicht einmal 5 Minuten gedauert, bis alles wieder geht. Das passt schon. Für euch habt ihr einen kleinen Aushänger für mich erlebt. Das ist auch nichts Besonderes. Deswegen habe ich auch unter anderem gespeichert, weil ich hatte Angst, dass so etwas passieren könnte. Aber das... Die Fälle waren... proportional immer weniger, Mann. Ja, so. Ja. Slash, slash. Und tot. Und tot. So. Und tot. So. Ja, ich hoffe, das passt alles so. Ich habe etwas nachstellen müssen. Achso. Ja, ich habe etwas nachstellen müssen. Was ist das diesmal? So. Das ist schon besser. Wieder halbwegs gerichtet. Ah, Braun ist auch schon endlich. Wieder tot. Vorsicht. Ich möchte jetzt gerne den Folianten noch abholen. Frostmourne hat Hunger. Ach, das letzte Mal nicht abgeholt. Ah, endlich. Endlich. Und bam. Ist etwas gestiegen, die Kraft. Frostmourne hat Hunger. Ah, endlich. Das ist der Angriff, den ihr schon kennt. Den habt ihr schon mal gesehen. Ist etwas nicht in Ordnung? Naja. Frost einmal. Was ist das diesmal? Forschung abgeschlossen. Und das Kinder. Streitkräfte werden angegriffen. So. Niemand erteilt mir Befehle. Das lief doch tadellos. Ich beuge mich eurem Willen. Wir verlangen weiteres Holz. Deine Mutter verlangt weiteres Holz und ich habe kein Holz mehr. Scheiße. Euer Befehl, Meister. Du mal darüber, Bro. Ich werde ihn zwar nicht mehr brauchen. Errichtet mehr Ziggurats. Ach komm schon. Was liegt an? Sei nicht so assig. Ich muss rück hier unten anfangen schlagen. Was ist das? Na gut, dass ich 5 Frostwürmer habe, die reichen nicht. So. Aber damit würde ich sagen, das passt eh schon wieder für heute. Ja, 2 Basis sind tot. Den Rest machen wir nächste Folge. Das sollte sich dann gut ausgehen. Und das war dann auch die drittletzte Mission von den Untotenkampagnen. Schade. Aber gut. In der nächsten Mission werden meine Frostwürmer sowieso eher seltener zum Einsatz kommen. Da werde ich eher auf was anderes bauen. Aber gut. Kann man sich oft nicht aussuchen. Oder? Eben. Und damit würde ich sagen, das war's schon wieder für heute. Und bis zur nächsten Folge von Let's Play Warcraft 3. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und eine schöne Woche. Tschüss.